fühlst dich verloren in deiner Partnerschaft, obwohl du jemanden an deiner Seite hast, dann hör dir diese Folge an, um wieder zu dir zurückzufinden. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Liebe auf allen Ebenen, aber vor allem in Beziehungen. Und dann kannst du endlich wieder strahlen und du hast es verdient, das ist dein Geburtstag. Ich bin hier, um den Menschen zu helfen, endlich glücklich zu werden. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Woche. Heute geht es um verloren sein in einer Partnerschaft. Also du bist nicht Single, du hast einen Partner an deiner Seite und fühlst dich trotzdem einsam, verlassen, verloren. Du weißt gar nicht mehr, wer du bist. Du hast dich irgendwann, vielleicht sogar schon am Anfang oder auch erst später, verloren. Du weißt nicht mehr, wer du bist. Du fühlst nicht mehr deine Gefühle. Du weißt nicht mehr, was du willst. Du weißt nicht mehr mal deine Wünsche, was du gerne wollen würdest. Du hast alles verloren. Du bist ein Schatten deiner selbst. Du arbeitest einfach nur so dahin den ganzen Tag. Dein Alltag ist immer das Gleiche. Ob du jetzt zur Arbeit gehst oder daheim bist, ist total egal, weil es ist immer die gleiche stupide Reihenfolge. Immer nach der Reihe. Alles wird irgendwie von dir geschafft. Ja? Du schaffst alles. Du arbeitest wie eine Blöde, du hast so viel zu tun, dass du gar nicht mehr irgendwie Zeit findest für dich selbst. Und wenn du mal Zeit hast, hast du ein schlechtes Gewissen. Oder du kannst nicht lange sitzen bleiben, weil dir schon wieder was Neues einfällt, weil du schon wieder weißt, das muss ich noch machen, da muss ich noch hin. Also dein Leben ist irgendwie viel zu viel und trotzdem fühlst du dich in dir selbst verlassen, allein. Ohne Unterstützung, ohne dass du dich überhaupt noch fühlen kannst. Es ist so eine Leere in dir, aber da ist irgendwo so eine Sehnsucht, so ein Ziehen in dir, dass da noch mehr sein muss. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass du dich selbst verlassen fühlst? Und ich sage es noch ein Wort schlimmer, dass du dich selbst verlassen hast. Das heißt, du hast es zugelassen. Unabsichtlich, unbewusst, aber du hast es zugelassen, dass du dich selbst verlassen hast. Wir wollen das nicht hören, aber mir war es genauso. Ich hatte meinen Alltag, ich hatte die Kinder, ich hatte die Arbeit, dann hatte ich meinen Nebenjob schon und hatte ich noch das Haus, den Haushalt, den Garten, alles Mögliche. Es war einfach viel zu viel. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich wusste nicht mehr ein und aus. Und ich wollte überall die Beste sein. Ich wollte die beste Mutter sein, die beste Ehefrau, die beste Haushaltshilfe, wie auch immer man das nennt, die beste Haushaltsfrau, Hausfrau könnte man sagen, die beste Köchin, also diejenige, die das gesundeste und beste Essen am Tisch bringt, also alles Mögliche. Aber mein Perfektionismus hat mich kaputt gemacht, weil ich wollte zwar überall die Beste sein, aber in einem Bereich habe ich es vergessen, und zwar die beste Freundin, die ich mir für mich vorstellen kann, habe ich nicht dran gedacht, dass ich das sein müsste. Ich hätte an mich denken müssen, an erster Linie an mich. Erst wenn es mir gut geht, kann ich auch anderen helfen, kann ich auch für andere da sein. Und das ist das Problem. Wir haben nicht gelernt in unserer Kindheit von unseren Eltern, also unsere Eltern haben meistens auch sehr viel gearbeitet, weil was heißt es? Sehr viel arbeiten heißt Geld verdienen. Wer wenig arbeitet und wenig tut, wird gar kein Geld kriegen. Also wir müssen ja überleben, also brauchen wir Geld, also müssen wir ganz, ganz viel arbeiten. Dieser Glaubenssatz ist veraltet, der stimmt nicht. Ja? Aber wir haben das so gelernt. Das heißt, wir müssen viel tun, um Geld zu bekommen oder um etwas wert zu sein. Aber wir dürfen keine Pause machen. Wir dürfen nicht für uns da sein. Wir dürfen uns nicht selbst die beste Freundin sein, die wir uns nur hätten wünschen können. Wir dürfen nicht ausgehen, wir dürfen uns keinen Spaß erlauben. Wir dürfen nicht Pause machen, noch einmal, wir dürfen keine Pause machen. Also ich habe nie Pause gemacht. Wenn ich mich mal irgendwo, und sei es draußen auf der Terrasse, hingesetzt habe, habe ich mich sofort umgesehen, ob mich irgendein Nachbar sieht, dass ich jetzt hier so faul herumsitze. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe das echt verändern müssen, dass ich mich da hinsetzen durfte, länger als 5 Minuten, um mich zu sonnen,
um nichts zu tun, um einfach blöd rumzuschauen, um einfach nur zu dösen, um einfach mal die Augen zuzumachen, um einfach mal Pause zu machen. Ich habe es mir nicht erlaubt. Jahrelang, jahrzehntelang, glaube ich sogar. Und es ist jetzt so, wenn du es dir nicht erlaubst, dass du selbst deine beste Freundin bist, dass du dich um dich kümmerst, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dir Hilfe nimmst von außen, dann verlierst du dich. Dann spürst du dich selbst nicht mehr. Dann bist du einfach nur noch eine Hülle, die den ganzen Tag schuftet und arbeitet für andere, die immer schaut, was braucht mein Partner, was brauchen meine Kinder, was brauchen meine Eltern, was brauchen meine Geschwister, was brauchen meine Freunde, blablabla, was brauchen alle anderen, nur nicht ich. Und das ist es, warum du dich eventuell verloren hast. Erst als ich aufgepasst habe, wieder aufgeschrieben habe, was ich eigentlich möchte und habe es mir dann stückchenweise, kleckchenweise, ganz, ganz klein habe ich angefangen, wieder genommen, was ich brauche. Ich habe mir die Zeit genommen, ich habe mir Spaß genommen, ich bin ins Kino gegangen, zum Beispiel, ich bin tanzen gegangen, ich habe das alles wieder gemacht, langsam habe ich das gesteigert. Erst dann habe ich mich wieder gefunden und seitdem fühle ich mich nicht mehr verloren in der Partnerschaft. Mein Partner hat sich nicht geändert in dem Bezug. Ich habe mich wieder gefunden und weißt du was? Für meinen Partner war das das schönste Geschenk, weil somit hatte er wieder seine Frau zurück. Nicht nur die Hülle, sondern seine Frau, der es gut geht, die Energie hat, die wieder lachen kann, die wieder Freude und Spaß hat, die mal auf die Pauke haut, die mal wirklich leidenschaftlich ist, die mal laut ist, die mal lustig ist, was auch immer. Er hatte seine Frau wieder und das hat ihm auch gut getan. Das hat auch uns gut getan, wenn du weißt, was ich meine. Also, wenn du dich selbst verloren hast, du kannst dich wiederfinden. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gerne. Alle Frauen in meinen Programmen haben genau das gleiche Problem. Sie möchten sich wiederfinden, sie möchten sich wieder selbst lieben lernen. Und das, genau das machen wir. Also melde dich, wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten. Ich kann nur noch einen Schlusssatz sagen. Let's spread the love. Love, 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 I am pure love.